Sehr geehrter Herr Präsident, liebe Kolleginnen und Kollegen, ich will auch gleich zu Beginn sagen, dass ich es richtig und gut finde, dass wir im Ausschuss noch mal drüber diskutieren. Das brauchen wir auch dringend, weil man, glaube ich, auch Begrifflichkeiten miteinander noch mal klären muss. Also, worüber reden wir? Reden wir über Sprachentwicklungsstörungen? Reden wir über Sprachstörung, Sprachbehinderung? Das sind ganz unterschiedliche Kategorien. Und das macht sich jetzt auch gerade in den Dingen deutlich, was die Kollegin Birkhahn gesagt hat. Wir müssen dann auch noch mal dazulegen, reden wir jetzt über die sonderpädagogische Förderung oder reden wir über Nachteilsausgleich beim zielgleichen Lernen? Auch das sind unterschiedliche Paar Schuhe. Und Frau Kollegin Birkhahn, da kann ich Sie beruhigen. Nein, auch die Kinder mit Sprachbehinderung sind nicht ausgeschlossen beim zielgleichen Lernen, was dann Nachteilsausgleiche ausgeht. Aber es muss individuell geschaut werden, wie das dann entsprechend testiert wird, um dann auch das zumessen zu können. Also wenn es jetzt zum Beispiel in der Frage Sprachbehinderung im Redefluss geht, dass dann mehr Zeit gewährt wird, natürlich in der mündlichen Abiturprüfung, ist überhaupt keine Frage und muss auch gar nicht in Frage gestellt werden. Aber ich glaube, das werden wir noch mal ein bisschen miteinander dann entfalten können im Ausschuss. Ich will aber am Anfang noch mal reagieren auf das, was die Kollegin Gebauer eingeführt hat. Wir haben jetzt auch im Ausschuss ja schon mehrfach gesagt, natürlich schauen wir uns den Prozess an. Ich sage auch immer, Inklusion ist kein Zustand, sondern ist ein Prozess, das haben wir gesagt. Und eigentlich müssten Sie heute wahrgenommen haben, der Nachtragshaushalt ist eingebracht, dass wir in der Tat das nachsteuern. Es gibt 300 Stellen mehr für den Bereich Lern- und Entwicklungsstörungen. Das ist heute hier eingebracht worden. Ich sage es einfach noch mal, damit es im Protokoll steht und damit Sie es auch wahrnehmen und dann auch sehen, dass wir auch das, was wir miteinander besprechen, auch entsprechend umgesetzt wird. Und es ist ja nicht richtig, das sieht man auch, dass der Inklusionsprozess übers Knie gebrochen wird, weil wir ja die Förderschulen viel länger im Bestand haben und sie sind in der Fläche vorhanden und deswegen steuern wir ja genau nach, weil dann natürlich mehr Ressource notwendig ist, auch in diesem Bereich. Und das haben wir mehrfach betont und das machen wir jetzt auch so. Also von daher lassen wir uns bitte da intensiv miteinander uns auseinandersetzen, auch der Frage eben der Sprachstörungen, der Sprachentwicklungsstörungen. Ist ja nicht richtig, das Rot-Grün. Auch daran darf ich noch mal erinnern, Frau Gebauer, jetzt das erste Mal diese Zusammenfassung eingeführt hat, weil das haben wir seit 1995 eigentlich schon in den Definitionen zusammengeführt. Auch daran will ich erinnern. Also von daher brauchen wir da in der Tat, glaube ich, eine kleine Fachdebatte noch mal. Das werden wir im Ausschuss dann so miteinander auch tun. Und das begrüße ich sehr. Da kann man nämlich noch mal Dinge sehr viel stärker verdeutlichen und klar machen, dass wir genau uns dieser Frage auch stellen und der Förderbereich Sprache, das darf ich Ihnen versichern, wird auch nicht stiefmütterlich und behandelt von den Frauen nicht und stiefväterlich auch nicht.